Einen wunderschönen guten Morgen aus Tyndrum, Freunde. Tyndrum ist eigentlich eine ganz kleine Ortschaft hier, mitten in den Grampian Mountains. Irgendwie hat die was. Und da gehe ich jetzt erstmal hin. The Green Valley Stop. Ich habe die Nacht in einem Hotel übernachtet. Das hatte verschiedene Gründe. Hauptsächlich natürlich wegen meiner ganzen Elektronik. Aber auch, weil ich extrem viel Wäsche habe und kaum mehr was trocken ist. Deswegen wird es erstmal Wäsche gewaschen. They call me the jerk, 'cause I always had three lovers, and I burn through Trojan rubbers like no one. But when I'm not between the sheets, I'm 33 Minuten, 40 Grad. Let's go. Jetzt packe ich meinen Rucksack und dann geht's weiter. Works on Wednesday evenings in Donnelly, does her laundry two doors down. So when I'm out to eat with Edith, I'm always worried Wendy's watching, and equally that Donnelly's gonna be around. And what's worse is Wendy lives by the Wally World, where Donnelly goes to the pharmacy. Weiter geht's heute in Richtung King's House. Ich habe jetzt Tyndrum verlassen. Erstes Etappenziel für heute ist The Bridge of Orchie. Heute ist auf jeden Fall der emotionalste Tag. Ich realisiere das alles gerade, wo ich bin. Kann über so vieles nachdenken, was in den letzten Jahren passiert ist. Aber ich bin einfach nur glücklich gerade. Wenn ihr auch irgendwas habt, was ihr schon mal machen wolltet, macht es und wartet nicht darauf. Macht's einfach. Es ist so schön hier. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zu meinem zweiten Etappenziel für heute, Victoria Bridge. Es sind nur knapp anderthalb Stunden und von da an schaue ich, wie weit ich noch Richtung King's House komme. Es geht jetzt gerade kontinuierlich bergauf, ca. 150 Höhenmeter und dann bis zur Victoria Bridge nur noch bergab. Jetzt merkt man auch so richtig, dass man in den Highlands ist. Die Aussicht ist einfach unbeschreiblich schön. Von hier aus kann man auch schon Loch Tulla sehen. Aber ich glaube, wenn ich da hinten über den Kamm bin, dann haben wir noch eine bessere Aussicht. Ja, weiter geht's, Freunde. Nach der Victoria Bridge geht es jetzt weiter auf solchen Militärstraßen. Relativ angenehm zu laufen. Man merkt halt jede Unebenheit nach einer gewissen Distanz. Ich habe jetzt 15 Kilometer hinter mir und eigentlich noch 14 vor mir für heute. Ich könnte es schaffen. Ich dachte ursprünglich, dass ich den US Highland Way komplett autark durchziehe. Also ohne irgendwie mal bei einem Restaurant zu halten oder so. Aber das ist für mich so noch nicht machbar. Ich habe gestern auch mal so eine kleine Schadensaufnahme gemacht. Von weniger schlimm bis schlimm. So leichte Schulterschmerzen. Dann Hüfte, weil ich wirklich viel Gepäck dabei habe. Dann habe ich so einen ekligen Bluterguss. Da habe ich eben gerade eine Wundkompresse aufgemacht. Aber am schlimmsten sind die Bänder. Bänder merke ich gerade nicht, aber wenn ich sie merke, 8 von 10. Ja, das war es soweit zur Schadensaufnahme. Tag 4. Jetzt ganz klar auch zu fühlen, mit jedem Meter, den ich hier höher komme, nimmt der Wind zu. It's a little bit chilly today. Einfach mal mitten in der Heide. Das muss doch einfach mal festgehalten werden.
Ja, Freunde, zum Ende des vierten Tages hin habe ich nochmal aufgerüstet. Aber nicht, weil es regnet, sondern weil meine Kleidung komplett nass geschwitzt ist. Und der Wind, es fröstelt dann doch schon. Das da oben ist der Peter Fleming Gedenkstein. Jetzt geht es eigentlich nur noch bergab. Ich glaube, ich werde noch ein Stück weitergehen. Das sieht so witzig aus. Wir haben es jetzt 20 Uhr. Normalerweise höre ich immer um 20 Uhr auf, damit ich noch eine Stunde Tageslicht habe, um mein Shelter aufzubauen. Aber eine halbe Stunde sollte auch reichen. Hier, das sind die ganzen Moore. Dieser Berg hier, dessen Namen ich leider nicht aussprechen kann, thront hier am Eingang des Glencoe-Tals. Ich bin einfach nur beeindruckt. Da hoch! Ja! Ich habe eben gerade ein Pärchen getroffen, die letztes Jahr diesen Berg hier bestiegen haben und nicht mehr runterkamen. Mussten tatsächlich dann mit Hubschrauber gerettet werden. Nicht ohne hier. Morgen dann, am Tag 5, habe ich zwei Etappen vor mir. Beide jeweils knapp 400 Höhenmeter, aber nur knapp 24 Kilometer. Also, das wird schon. Ich denke mal, das wird aber trotzdem mit einer der schwierigsten Etappen. Wird so langsam frisch. Ich habe einen Handschuh verloren. Ich muss sagen, Asphaltstraße, gar nicht mal so geil gerade. Da ist King's House, ist zwar auch ein Hotel, aber ich werde den Campingplatz nutzen, geschützt zwischen den Bäumen.